Sexy jetzt. Sexy. Habt ihr schon angefangen mit Sexy? Ja, wir haben schon angefangen mit Sexy. Reicht aber auch. Okay, und jetzt noch hier Sexy. Warte. Regaling. Planking. Planking. Nee, ist Regaling, ist ein Regal. Das ist Schilding. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Okay. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab mir die Titte abgerissen. Du hast dir die Titte abgerissen? Ich warte immer noch auf Sexy. Okay. Wir müssen mal was anbieten. Was sollen wir denn noch sexy machen? Wir müssen immer noch Schritte zählen. Ach ja. 200, 300, 400. Was sexy. So, ab jetzt sexy. Oh, ich bin eine Raubkatze. Warte mal jetzt. Okay, und jetzt sexy. Wieder hoch. So, wir sind jetzt gerade bei wie viel? 100 Schritten sind wir jetzt gerade? 250. 250 Schritte. Operiert und tätowiert. Ja, Weihnachten. Du, dauernd, sie beschwert sich, dass sie hier so ein Bippel hat. Ist ein Sterz. Warte mal. Pass einfach rüber. Guck mal, so ist schön. So, wir sind jetzt in der Bülowstraße. Die Bülowstraße ist eine Parallelstraße zur Kurfürstenstraße. Haben wir hier am U-Bahnhof Bülowstraße mal den Dreh vom Tatort gecrashed? Ja, stimmt. Das sollten wir auch mal in Erinnerung schwelgen. Du bist aber auch heute eine Erinnerungsmaus. Ich bin der Erinnernde. Na dann, Mats ab. Das ist geil. Es muss was Verbindendes haben. Ja. Hallo. Wie heißen Sie denn gerade? Das ist Waschke. Waschke? Waschke. Süß, oder? Karo heißt die Rolle. Ja. Ja. Berliner Karo. Ja, wir haben ganz schwer nach vorne. Aber ihr braucht keine Leiche. Keine Leiche. Aber ihr macht ein Foto. Können wir ein Foto für den RBB? Dann hätten wir gerne mit dir auch noch ein Foto. Klaus Jolle, kannst du da noch ein Foto machen? Ich mache jetzt Film. Es ist das Gleiche. Das ist der Handschuh. Machst du die T-Rex-Hand? Mach die T-Rex-Hand, ja. Ja. So, gut, dann dreht mal weiter. Viel Spaß noch. Toi. Ah, hier auch noch. Wenn ich im Messer eine Runde mit zusammen. Tschüss. Das ist mein neuer Freund. Das war schön, ne? Das war echt super schön, du, hör mal. Oh, Sonne. 550, 551, 552. Die hat sehr große Angst vor uns gehabt. 500. Da hätte ich aber auch. Du hast auch Angst gehabt? Ich habe Angst vor dir die ganze Zeit. Ach so. Schau mal, Reinhaus, du, ja. bist doch auch so eine architektonische. Ja. Das ist der U-Bahnhof Bülowstraße. Ja, Bülow Street. Der ist nämlich Jugendstil. Das stimmt. Jugendstil. Und soll ich dir einen Fun-Fact darüber erzählen? Nee, aber mach mal. Und zwar früher, weil die Potsdamer Straße und die Bülowstraße war ja früher, zu Kaiserzeiten, war das ja eine sehr hochwertige Gegend, wo sehr viele reiche Menschen gewohnt Deswegen haben. Deswegen wohnst du auch hier. Genau. Und weil es den Anwohnern und Anwohnerinnen der Bülowstraße hier zu öselig war, haben sie den selber finanziert, den Bahnhof damals. Siehst du bitte? Ja, haben den selber finanziert und haben den sich schön bauen lassen. Und dann, während Westberliner Zeiten, war hier nämlich auch die U-Bahn zu Ende. Die ging nämlich nicht weiter, weil da eine Mauer war. Und da waren hier mehrere Jahrzehnte lang Flohmarkt oben drin. Und hier riecht es immer so schön nach Piss. Und da steht eine Note, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. 1328, 1329, 1330, 1333, 1334, 1336. Toll. 1600 Schritt. Aufgerundet 1600 Schritt. Also das sind die zwei Spritzenautomaten, die am dichtesten zusammen sind. Das präsentier doch mal. Das ist sexy auch. Achso. Du musst ja auch sexy sein. Oh ja. Ja, die Tauben fliegen schon weg gerade. Und jetzt hier ist ja auch, guck mal, da seht ihr. Das ist, achso, du bist auch sexy. Entschuldige bitte. Gut, danke, Weihnachts. Und guck mal da, da hat nämlich Sony Music ist von München nach Berlin gezogen zu mir in eine Bülow.
das Weiße Haus da. Und der Spritzenautomat, der ist extra nur hier für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sony Music. Ich wollte eine Platte aufnehmen. Wollen wir mal kurz rein? Ja, gehen wir mal rein. Da müssen wir denen auch mal sagen, dass wir auch wahnsinnig tolle Sängerinnen sind. Und ich würde so gerne ein Album aufnehmen. Ich komme. Würdest du gerne ein Album aufnehmen, Weinhaus? Ja. Guten Tag. Sie haben einen schönen Bart. Danke. Der war mega sexy, auch nur, was er für schöne Oberschenkel hat. Ja, das sind ganz normale Oberschenkel. Nee, die waren schon. Du bist gerade schon wieder so naturgeil. Weißt du, dann halt könnte, naturgeil. Da könnte dir auch eine halbgebackene Schweinschwarze entgegenkommen und du würdest die ficken wollen, ganz ehrlich. So, hier ist Sony Music. Weinhaus, was für eine Platte willst du aufnehmen? Eine Musikplatte. Eine Musikplatte, okay. Also, wir haben uns jetzt gesichtsbekleidet und gehen jetzt rein und fragen nach einer Musikplatte. Wir fragen, ob wir eine Musikplatte aufnehmen können. Ja. So. Meine Maske riecht nach Kiffer. Wie kommt ja. das? Hallo. Hallo. Wir würden gerne eine Platte aufnehmen und wollten wissen, mit wem wir da reden müssen. Wir wollen Musikstars werden. Ja, Popstars. Oh Scheiße, hast du eins bei? Nee, haben Sie ein Business-Kärtchen vielleicht von der zuständigen Person, dass wir das dann direkt weiterreichen könnten? Eine E-Mail. Können Sie die uns eventuell notieren? Das war sehr freundlich. Ein Goldstück. Sehr hübsch hier bei Sony Music. Ne? Sehr modern. Dann bekommen wir nämlich die E-Mail, Weihnachts, und dann nehmen wir eine Platte auf. Ja. Ja? Ich meine, es ist doch klar. Popmusik. Ja, oder Heavy Metal. Ich bin Ozzy Osbourne. Du bist Ozzy Osbourne, genau. Ich sitze den ganzen Tag hier rum. Haben Sie viel Publikumsverkehr? Das ist jetzt rum oder ist es total langweilig? Man kann ja immer Pornos gucken auch, das ist ja kein Problem dann, ne? Ja, gut. Oder bei Amazon bestellen. Oder bei Amazon bestellen. So. Guten Morgen. Guten Morgen. So, Weihnachts, nimm mir das Kärtchen bitte mal von dem netten Herrn. Vielen Dank. Wir sehen uns dann wieder bei der Echo-Verleihung. Tschüss. So, also der Plattenvertrag ist jetzt schon mal gemacht. Ist mein Lippenstift noch da? Ja, eigentlich schon, oder? Ist mein Gesicht noch da? Ja. Ist noch da. So, wir haben Plattenvertrag jetzt, Klausi. Falls ihr auch mal eine Platte machen wollt, der hat eine Kinderschrift, seht ihr das? Der hat eine Kinderschrift. Ja, weil der... Der war so aufgeregt. Der war so aufgeregt, der hat so gezittert vor Aufregung, weil wir halt so sexy sind. Wir sind halt so wahnsinnig sexy. Und naturgeil. Und naturgeil. Hallo. Du sag mal, wenn dir das gefällt, was ich hier so im Internet verzapfe, dann kannst du mir gern ein paar Euros da lassen auf PayPal. Ich würde mich freuen und send dir einen Kuss. Weinhaus, ja. Guck mal hier. Da ist eigentlich ein Hotel. Ja, aber wir sind jetzt in Washington. Der Wahlen wegen wurde erstmal alles dicht gemacht. Ach, wegen der Wahlen? Wegen der Tumulte? Tumulte. Wenn der Donald Trump wieder randaliert. Genau. Hm. Wenn er sein Häubchen abnimmt und dann mit Scheiben einschlägt. Dear Sir or Madam, against the background of global development of the COVID-19 pandemic, the ongoing travel restrictions and official regulations, we had to decide to temporarily shut down Novum Hotel Aldea until further notice. Danke, Weinhaus. Ja, sehr interessant. Äußerst interessant. Vielen Dank. Die nervt schon wieder. Ich möchte mal gerne wissen, was da für ein Haus drin ist. Da war mal eine Tankstelle drin früher und das ist ein Hotel. Also es ist kein Hotel, sondern das ist so für Feiern. Guck mal, ist das hübsch? Oder? Ja, Mama sexy. Mama sexy mit dem Bambus. Wie das Vogelkacke dran. Bambuella, ne? Widerlicher, furchtbar. War das jetzt sexy? Also irgendwie sexy schaffen wir heute dann doch nicht mehr. Im Rahmen unserer Möglichkeiten sexy, genau. So, komm, wir gehen bei Rot über die Ampel, komm. Ach, guck mal, da macht gerade ein Malerboy, macht gerade Pause. Sehr große Füße. Ja, stimmt.
hat uns sehr stark gehasst. Hat uns sehr stark gehasst. Ich verstehe mal gar nicht, warum Leute einen so hassen. Man macht doch gar nichts. So, und hier ist nämlich das erste und einzige Street Art Museum Berlins. Ich weiß gar nicht, ob es sowas in anderen Städten auch gibt. Guck mal da. Und das Tolle ist, dass sie hier in der Bülowstraße immer wieder mit wechselnden Künstlern und Künstlerinnen die Häuser anmalen. Da drüben ist was Schönes, Buntes gerade. Und da auch. Und das finde ich ganz toll. Wir sind jetzt gerade auf dem Parkplatz, wo letztes Jahr zum ersten und vielleicht auch letzten Mal die Christmas Avenue stattgefunden hat. Wollen wir da mal kurz reingucken? Ja, wir gucken da mal kurz rein. Guck mal, das ist aber auch wirklich so eine Folienhölle. Da muss man mal kurz rein. Oh, das war sehr festlich. Hm. Das ist aber nicht so transefreundlich, was ich kann. Wahnsinnig festlich. Guck mal, aber ist das süß gestaltet? Ja. Ja. Und guck mal hier. Wie schön hier so in dieses Tier rein. Das kann sein, da könnte ich ja auch einen anatomischen Lehrgang machen bei Rentieren und praktisch den Hodensack von dem Rentier Bock von unten angucken. Ich habe wirklich Angst in dieser Hütte. Das ist ja fürchterlich. Können wir bitte wieder rausgehen? So, guck mal, hier ist dieser wahnsinnig süß gestaltete Backstage. Hier, weil hier ist nämlich das Dixie-Klo. Und das Tolle ist, das hat Licht. Rotes Licht. Ja, ist das süß gestaltet? Das ist wahnsinnig. Das steht da wirklich pervers da drin. Das ist natürlich jetzt schwierig, weil die wurde, glaube ich, verschoben oder abgesagt, wie eigentlich alles. Es wird wieder alles sehr interessant dieses Jahr. Wir gehen jetzt gleich zum Sachsenhof, da wo wir gerade ein Blatt ins Gesicht bekommen. Wo wir unser Straßenschminken gemacht haben. Guck mal da auch mal rein. Da gucken wir auch mal rein. So. Oh, die hat schöne Haare. Haare? Oh. Warte mal. So, jetzt, halt mit den Brüsten wird schlimm. Jetzt muss ich da. So, kannst du mir meine Brüste mal reichen? Ja, Moment. Nee, es müssten vier sein. Hallo. Und da haben wir einen schönen Rückblick gemacht. Und die große Karriere als Popstar steht uns jetzt auch bevor. Genau. Wir waren sexy. Und Popgruppe waren wir auch. Popgruppe und Schrittzählerinnen. Schrittzählerinnen. Das heißt, wir haben die Schrittzählerie heute einfach mal ins Volk gebracht. Ins Volk gebracht. Wie viele Schritte waren es nochmal? 1000? 1600. 1600. Als ob man sich das ausgedacht hätte. Ja? Ist aber einfach die pure Wahrheit. Ne? Manchmal, wie das Leben so spielt, sage ich immer. Und das Leben, ich sage ja immer, mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heiteren Stunden nur. Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag, Weinhaus. Cappuccino. Das sind so Wand-Tattoo-Sprüche, weißt du? Cappuccino. Latte Macchiato. Jetzt einen lieben Gruß an meine Schwägerin Charlotte aus Bielefeld. Die hat mir nämlich diese Maske zu meinem Geburtstag genäht, bestickt und geschenkt. Und die Weihnachts hat gerade gesagt, wie könnte das auch aussehen? Wie eine umgefallene Scheide. Eine umgefallene Scheide. Hat man ja auch gerne mal mit dabei. Vielen Dank, liebe Charlotte. Liebe Grüße. Wir sind noch kurz bei mir zu Hause. Die Weihnachts macht gerade Insta. Wir sind kurz bei mir zu Hause. Die Weihnachts macht gerade Insta. Guck mal, da ist die Weihnachts. Und ich wollte euch eigentlich nur mal kurz meine neue Küche zeigen, weil ich habe nämlich die letzten anderthalb Wochen Küche selber gebaut. Und heute habe ich gefliest. Ich habe heute mit Klausi gefliest, dieses Mosaik. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und ansonsten liebe ich meine neue Küche auch, weil das ist halt auch eine Fernsehküche. Wenn ihr euch das jetzt mal so anguckt, vielleicht werde ich bald einfach mal bald eine Kochsendung machen. Jedenfalls freue ich mich sehr, dass diese Küche endlich fertig ist. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Tim folgt uns auf Instagram und YouTube, Tumblr und Grindr natürlich. Und StudiVZ. Und bis dahin, bye. Sharing is caring.